Artikelnummer SCP-434. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-434 ist in einem gesicherten Tresor zu lagern, sofern es nicht in Benutzung ist. Das Objekt darf nicht von Personen mit einer Vorgeschichte gewalttätiger psychologischer Probleme sowie humanoiden SCPs verwendet werden. Alle Personen, die SCP-434 verwenden oder es zusammenbauen, müssen zuvor alle Waffen, die sie mit sich führen, abgeben. Ein komplettes Sicherheitsteam muss während der Verwendung von SCP-434 in Bereitschaft gesetzt werden und alle Beobachtungen durch psychologisches Personal müssen von vom Versuch abgetrennten Orten aus durchgeführt werden. Beschreibung: Bei SCP-434 handelt es sich um einen altmodischen Konferenztisch. SCP-434 funktioniert nur, wenn mindestens 8 Stühle um es herum platziert werden. Wenn sich ein Subjekt an SCP-434 setzt, erscheinen physische Duplikate des Subjektes in den 7 anderen Stühlen. Diese Individuen, die als SCP-434-1 bis SCP-434-7 bezeichnet werden, besitzen alle Erinnerungen und Wissen des Subjektes, aber scheinbar nur ein Fragment der Persönlichkeit. SCP-434-1 bis 7 sind sich ihrer vorübergehenden Natur bewusst und reagieren nur selten negativ darauf. Wenn sie zu dieser Thematik befragt werden, erklären sie, dass sie Teil des Objektes sind und ein ganzes Leben lang in ihm weiterleben werden. Die Duplikate bleiben einen ganzen Tag lang bestehen, nachdem das Objekt den Tisch verlassen hat. Danach verschwinden sie und hinterlassen dabei keine verwertbaren Spuren. Die Duplikate sind allerdings mehr als in der Lage, sich gegenseitig, andere Mitarbeiter und in seltenen Fällen, typischerweise bei mentaler Instabilität, das Subjekt selbst anzugreifen. Während Verletzungen keine dauerhafte Wirkung zu haben scheinen, führt der Tod eines Duplikats zu einer deutlichen Veränderung der Persönlichkeit des Subjektes, was sich durch das Fehlen des von diesem Duplikats verkörperten Aspekts ausdrückt. SCP-434-1 bis 7 lassen sich wie folgt beschreiben. SCP-434-1 toleriert keine Kritik und akzeptiert nicht, dass das Subjekt jemals an etwas schuld gewesen sein soll. SCP-434-1 ignoriert Beweise hierfür. Im Mittelpunkt eines Gesprächs stehen immer die positiven Aspekte des Subjektes. Der Verlust von SCP-434-1 führt zu einem schweren Verlust von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. SCP-434-2 gibt Subjekten Ratschläge und Handlungsanweisungen, welche nur im Interesse des Subjektes sind und das Wohlbefinden anderer ignorieren. Der Verlust von SCP-434-2 führt dazu, dass das Subjekt seine eigenen Bedürfnisse bei der Entscheidungsfindung nicht mehr berücksichtigt, bis zu dem Punkt, dass diese Entscheidungen den Tod des Subjektes zur Folge haben können. SCP-434-3 artikuliert sich nur selten und tut dies nur, um die Vermeidung von Aktivitäten oder Anstrengungen im Namen des Subjektes zu empfehlen. Der Verlust von SCP-434-3 führt dazu, dass das Objekt scheinbar die Fähigkeit verliert, ohne chemische Hilfe zu schlafen und eine tiefsitzende Abneigung entwickelt, sich auszuruhen. SCP-434-4 fixiert sich meist auf ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Eigenschaft, die eine dem Subjekt bekannte Person besitzt, und berät das Subjekt dabei, sich diese anzueignen. SCP-434-4 verhält sich ablehnend allen Personen gegenüber, die nicht das Subjekt sind. Der Verlust von SCP-434-4 führt dazu, dass das Subjekt die Fähigkeit verliert, Objekte als seine eigenen zu identifizieren. Langfristig verliert das Subjekt das Gefühl für die eigene Identität. SCP-434-5 rät dem Subjekt, seinen Launen und Wünschen nachzugehen, unabhängig von der Praktikabilität oder anderer Anforderungen oder Restriktionen. Der Verlust von SCP-434-5 führt dazu, dass das Subjekt nicht mehr in der Lage ist, Freude oder Genuss aus irgendeiner Form von Aktivität zu ziehen, was erwartbare negative psychologische Auswirkungen mit sich bringt. SCP-434-6 empfiehlt aggressives Verhalten, egal ob aktiv oder passiv, um die Probleme des Subjektes zu lösen. SCP-434-6 besitzt von den Duplikaten die größte Wahrscheinlichkeit, gewalttätig zu werden. Der Verlust von SCP-434-6 führt dazu, dass das Subjekt sich fast nur noch passiv verhält und Konflikt jeglicher Art vermeidet. Personen ohne SCP-434-6 werden unabhängig von der Situation niemals Gewalt jeglicher Art ausüben. SCP-434-7 berät das Subjekt darin, das Ziel, das das Subjekt als am erstrebenswertesten empfindet, unabhängig von den Bedürfnissen anderer, zu erreichen. Der Verlust von SCP-434-7 führt zu einer schwerwiegenden Verschlechterung der langfristigen Planungs- und Entscheidungsfähigkeit des Subjektes. Die Foundation erfuhr erstmals von SCP-434 durch ein Mitglied des Ordens des Heiligen, einer Organisation, die umfangreiche historische Kontakte zu SCPs hatte.
Es wurde berichtet, dass SCP-434 in einem Tresorraum im Vatikan gelagert wird. Als jedoch ein Bergungsteam der Foundation entsandt wurde, wurde besagter Tresorraum jedoch leer vorgefunden. Bei einer forensischen Analyse wurden frische Schuss- und Blutspuren entdeckt. 1900 wurde die Foundation auf einen Einbruch ins Haus aufmerksam gemacht, einer Vertretung von Marshall, Carter und Dark. Die Prüfung von Polizeiberichten erlaubte es der Foundation, SCP-434 zu lokalisieren, bevor es von MC&D wieder sichergestellt werden konnte. Eine Radiokarbon-Datierung des Holzes von SCP-434 ergab, dass es etwa 3000 Jahre alt ist. Die Theorie, die derzeit von Foundation-Forschern vertreten wird, ist, dass SCP-434 aus dem Material eines viel älteren SCPs konstruiert wurde. SCP-434 hat sich sowohl bei der Personalbeurteilung als auch bei nicht standardisierten Befragungen als nützliches Werkzeug erwiesen. Seine Verwendung zur Änderung des Verhaltens von problematischen Subjekten steht noch aus.